Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Mobile Informationsvideo. Der Release steht kurz bevor und was gibt's noch zu erzählen? Es wird wohl so sein, dass wir eine, vielleicht auch mehrere Exklusivlegenden für Apex Legends Mobile bekommen, die dann wahrscheinlich nachträglich in die normale Konsolen-PC-Version und so weiter implementiert werden, aber wahrscheinlich dann deutlich später. Es soll ja auch exklusive Apex Legends Mobile Spielmodi geben. Also lassen wir uns mal überraschen. Es gibt auf jeden Fall einen klitzekleinen Trailer, der geht 17 Sekunden, den habe ich entdeckt. Der zeigt meiner Meinung nach zwei neue Legenden, wo eine namentlich erwähnt wird. Und das ist optisch zumindest nur so ein paar Schattenumrisse, die man sieht. Und ich sehe beide Legenden, also ich behaupte zumindest, dass keine der beiden Legenden irgendwie schon bekannt ist. Am 17. Mai übrigens weltweiter Release. Ich freue mich auf jeden Fall extrem. Und im letzten Mobile-Video haben sie sich das viele gewünscht, dass es dann auf jeden Fall auch Content von mir geben soll, Gameplay und so weiter. Ich hoffe, dass ich das Gameplay technisch irgendwie hinkriege, aber das sollte nicht das Problem sein. Ich zeige euch jetzt den kurzen Trailer und dann sage ich euch ein paar Worte dazu und dann war es das auch schon wieder. Feuer frei. Ooh, and it looks like he has some new competition in the next match. Uh-oh. Show me what you've got. So. Das war schon der Trailer. Am Anfang, na klar, wir sehen Blisk. Blisk sollte keinem eine unbekannte Legende, könnte man eigentlich sagen. Das ist der Veranstalter der Apex Games, ein ganz hohes Tier in Titanfall und so weiter. Muss ich wahrscheinlich nicht erklären. Und wahrscheinlich auch eine zukünftige Legende. Auch darum soll es nicht gehen. Auf jeden Fall sehen wir auf diesem Bildschirm zwei Legenden. Nummer 1. Ooh, and it looks like... Wir sehen hier Umrisse. Wie gesagt, man erkennt nicht, was es für eine Legende sein könnte, ob man sie schon irgendwoher kennt. Ich dachte erst, das sind vielleicht die Umrisse so ein bisschen von Rampart mit ihrem Zopf. Das ist natürlich Käse. Das ist Legende Nummer 1, die man raussieht. Aber das ist die zweite Legende und die sieht sehr, sehr offiziell aus. New Challenger, Climbing the Ranks und so weiter und so fort. Diese Legende soll Fade heißen und soll jetzt erstmal... Apex Legends Mobile exklusiv sein. Ob diese Legende, also ich glaube nicht, dass diese Legende, so rum wollte ich sagen, ich glaube nicht, dass diese Legende jetzt von Anfang an schon in der mobilen Version am 17. Mai verfügbar sein wird, aber sie soll wohl hinzugefügt werden, exklusiv und später dann in die Vollversion. Ich bin gespannt. Feedback wie immer von euch für mich in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Das war's schon wieder von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.